Guten Morgen. War eine lange Nacht. Es wurde gewählt und wir wissen immer noch nicht, wie unsere nächste Regierung aussieht. Weil jeder kann und die beiden Kleinen werden durch ihre Gespräche wahrscheinlich bestimmen, wer wird. Ein Grund mehr für uns, wirklich für diese Zeit zu beten, für die Politiker zu beten, die jetzt in die Gespräche gehen, für die Menschen zu beten, die sie beraten und die bei den Beratungen auch dabei sind. Und so möchte ich, dass wir heute beginnen mit unserem Gebet und ja, erstmal für die Sondierungen beten, dass die gut verlaufen. Und wir haben noch ein anderes Anliegen, und zwar für Frankreich zu beten. Dort gibt es ja Probleme mit den USA und mit Australien. Und da ist es wichtig, dass wir auch dort Gottes Segen reinsprechen, dass wir dort ja auch zu einer friedlichen und guten Lösung kommen. Ich bin gefragt worden, ob wir nur für unser Land, für Politik beten. Wenn jemand ein wichtiges Anliegen hat, kann er das melden. Und wir werden dann auch dafür beten. Wir sind völlig offen und völlig frei. Der Kern dieses Kanals ist es, für Politik, Regierung und Länder zu beten. Aber natürlich beten wir auch für alle anderen Dinge, die euch wichtig sind und wo ihr ein Anliegen habt. Mailt uns einfach die Anliegen und wir werden dafür beten. Für heute möchte ich jeden bitten, der das sieht, nimm in deine Gebetszeit mit rein die Sondierungsgespräche. Bete für die Politiker, die dort beteiligt sind an den Gesprächen, und bete für Frankreich, Australien, USA, dass sie sich wieder aussöhnen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du bei uns bist, Herr. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen mit all den Problemen, die wir haben, Herr. Und ich bitte dich jetzt einfach für, ja, für die Politiker, die in den nächsten Tagen beginnen mit den Sondierungen, dass du sie segnest, dass du sie leitest, dass du sie führst, dass sie diese Gespräche wirklich zum Wohle des Volkes führen können. Und Herr, du bist es, der letztendlich diese Regierung eingesetzt hat. So sagt es dein Wort. Und so bitte ich dich einfach, dass du auch mit am Tisch sitzt und dort Entscheidungen mit vorbereitest und triffst, Herr. Lenke du diese Gespräche in eine Richtung, die für unser Volk und die für die Welt gut ist, Herr. Herr, wir leben in dieser Welt und wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir wollen, dass diese Welt in Frieden lebt, Herr. Und so bitte ich dich einfach, dass du dort mit am Tisch sitzt und die Entscheidung mittriffst. Herr, ich bitte dich auch für Frankreich, für Australien, USA und für Großbritannien, dass sie ihren Streit beilegen, dass es dort zu einer allgemein anerkannten und friedlichen Lösung kommt. Denn auch diese Länder sind ja Partner und nichts ist schlimmer, als wenn Partner sich streiten, Herr. Und auch dort bitte ich dich, dass du mit in den Gesprächen bist, dass Lösungen gefunden werden, dass wir wirklich in dieser Welt wieder einen Block haben, der für Frieden sorgen kann, Herr. Und so bitte ich dich einfach, dass du bei all diesen Gesprächen immer dabei bist, Herr. Ich segne alle Politiker und alle Menschen, die beteiligt sind an diesen Gesprächen, und danke dir einfach für all diese Dinge, die du für uns vorbereitet hast, Herr. Amen. Wenn ihr ein Thema habt, morgen wieder auf diesem Kanal. Wir werden jetzt auf diesem Kanal von Montag bis Freitag jeden Tag sein. Wie es an den Wochenenden ist, weiß ich nicht. Wir sind dieses Wochenende in Süddeutschland in einer Gemeinde. Und da weiß ich nicht, ob wir die Möglichkeit haben, das aufzunehmen. Und ansonsten, wenn wir hier bei uns sind, dann von Montag bis Sonntag. Und ansonsten von Montag bis Freitag sind wir auf Sendung.
danke, ich wünsche euch allen einen gesegneten Tag und nehmt bitte diese Dinge mit in eure Gebetszeit. Danke.